So, ich bin jetzt gerade wieder auf dem Weg Richtung Bregenz und möchte von dort aus heute auf den Hirschberger Nachbarberg des Pfänders, wo ich letzte Woche war. Das Wetter ist momentan noch mäßig, aber ich hoffe, dass es besser wird. Also offenbar gibt es auch die Berge in der Gegend keine flache Wege. Da sind jetzt schon wieder Rampen mit bis zu 20% dabei. Puh. Ja, ich hoffe, die Wolken verzirkt sich noch. Sonst habe ich immer vor mir überhaupt keine Aussicht. Nach 750 schweißtreibende Höhenmeter bin ich jetzt gleich auf der Hirschbergalm. So, jetzt geht es erst wieder ein Stück runter und dann kommt nochmal ein Anstieg Richtung Pfänder auf, glaube ich. So, nach der Abfahrt vom Hirschberg bin ich jetzt noch ungefähr 200 Höhenmeter bergauf gefahren. Jetzt bin ich wieder auf der Höhe des Hochbergs, wo ich letzte Woche schon mal war. Vor kurz Stück den gleichen Trail wieder zurück, den ich letzte Woche auch schon gekommen. Und dann geht es aber auf einen anderen Weg Richtung Bregenz. Du bist doch die gleiche Kurve letzte Woche, oder? Ja, nach 1000 Höhenmeter und 34 Kilometer bin ich zurück in Lochau. Schon der Weg geschaffen heute. Muss ich sagen, hat mir fast besser gefallen wie die Pfänderrunden.
war ein bisschen abwechslungsreicher. Der Hirschberg ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Super schöner Berg mit super Rundumsicht. War echt schön. Abendstimmung auch wieder super. Also kann ich nur empfehlen. Servus! Ja.